ziemlich umständlich hier. Also ein Riss, oder? Ja, muss wohl so sein. Oder 6 Risse. 7 Risse. 8 Risse? 8 Risse sehe ich hier erstmal. Oder ein. Aber was haben die eigentlich zu bedeuten? Hier liegt die Liste der Bücher von der Nachbarin. Hier sind die Bücher, die Nummern und die Themen aufgelistet. Sie meinte, wenn ich mal nicht weiter weiß, soll ich mich an die Bücher wenden. Was meinte sie damit? Hier sind die erwähnten Bücher, Herr Malcolm. Seit dem Tod meines Mannes habe ich keine Verwendung mehr dafür. Tagebuch Jeremy Christoph. Dämonenbuch 1, Dämonenbuch 2 und Dämonenbuch 3. Und ich habe das, den europäischen Zeichensatz, immer noch nicht drauf getan. Mache ich aber jetzt gleich. Dämonenbuch 4. Tagebuch Karl Meyers. Zeitungsbericht, Kündigungsschreiben, Tagebuch Darlene Meyers und die Namensliste. Ich habe die Bücher leider nicht mehr ordnen können, außer diese Geschichtsbücher über den Mond. Die sind hintereinander geordnet. Ja, sehr schön. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Du. Nein. Ein Fernseher, kannst du den anschalten? Ne? Okay, jetzt pausieren wir mal kurz. Und jetzt installiere ich schnell den europäischen Zeichensatz. Nein, warte. Normalerweise müsste ich hier speichern können, aber das kann ich nicht. Ich mache es dann, wenn wir einmal gespeichert haben. Dann geht's besser. Besser. Okay, 6. Wartet mal. Nein, 8 Risse. 8 Risse waren es. 6 oder 8? 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10. 1, 2, 3, 4. Kündigungsschreiben. Und was ist Nummer 1? Oder das Tagebuch? Okay. Kündigungsschreiben. Ja, genau. Kündigung. Hiermit teile ich Ihnen mit, Karl Meyers und Jeremy Christoph, dass wir Ihnen den Fall mit dem Ripper entnehmen. Wir denken, dass sie sich in den Fall zu sehr reinsteigern. Reinsteigern. Daher sind wir der Meinung, dass sie beide für eine geraume Zeit vom Dienst suspendiert werden. Der Fall wird von nun an von den Spezialisten erledigt. Es steht nicht mehr in meiner Macht, etwas für sie zu tun. Chief Inspector O'Connor. Nein, das wird's nicht sein. Tagebuch Jeremy Meyers. Oder? Nein, ich glaube schon dieses Tagebuch, ne? So, nach einigen Tagen des in mich Gehens und der Ruhe habe ich beschlossen, mein Schicksal mit stoischer Ruhe zu akzeptieren. Immerhin hat es ein gutes. Ich muss mich mit dem Problem des Dämons nicht mehr befassen. Zumindest vorerst nicht. So eine Auszeit am Ende der Welt ist vielleicht sogar nützlich. Nun ja, zumindest kann ich meinen Lieblingsbutler mitnehmen. Nicht auszudenken, wenn ich dort drüben allein hin müsste. Oder schlimmer noch, fremdes Personal einstellen müsste. Meine Koffer habe ich bereits packen lassen und ein Transportunternehmen beauftragt, sich um die Container mit den wichtigsten Sachen zu kümmern. Ich habe beschlossen, nur das Notwendigste mitzunehmen und eine Maklerin in Cleveland beauftragt, mir ein Haus und eine Innenarchitektin zu besorgen. Mein Flug geht morgen zu einer unmöglichen Uhrzeit und die Zeit bis dahin werde ich wohl mit gefühlsduseligen Abschieden verbringen, deren Existenz ich hinterher leugnen werde. Ich habe das immer noch nicht realisiert. Ich wurde versetzt. Mir graut davor, dieses Wort schon wieder zu schreiben. Ich habe mich heute zum ersten Mal gefragt, warum ich eigentlich unbedingt eine Waffe mit einer Kugel brauche. Mir ist spontan wirklich kein zwingender Grund eingefallen, aber ich bin sicher, dass ich dem Grund noch auf die Spur komme. So langsam, nach
dem dritten Whisky stellt sich so etwas wie Resignation ein. Wenn der Chef... Was? Wenn der Chef ich wirklich versetzen will, können Sie es ohne weiteres tun. Ich habe immerhin einen Vertrag. Bei denen unterschrieben. Aber die sollen nicht glauben, dass sie mich protestlos in die Hölle schicken können. Wenn schon, dann wird das für diese Schreibtischfanatiker die unangenehmste Versetzung, die sie je durchstehen mussten. Ich werde jedes Formular falsch ausfüllen, alle Budgets überziehen und mich über jede Kleinigkeit seitenweise beschweren. Die werden sich noch wünschen, dass sie mich in Schottland unter einem großen Stein verscharrt hätten. Oh, und natürlich werde ich bei allen Beschwerden und privaten Briefen den Zeitunterschied vergessen. Okay. Und jetzt? Jetzt können wir wieder schlafen. Komm, geh schlafen. Geh, komm in die Haie. Nein, doch nicht. Gehen wir was essen? Nein, können wir jetzt speichern? Jetzt nicht, nein. Wann dann? Mein alter Zitronenbaum. Ich habe ihn aus meiner alten Wohnung mitgenommen. Er erinnert mich an meine alte Freundin. Meine alte Freundin. Hier habe ich den alten Schuhkarton mit alten Fotos. Ach ja, meine alte Heimat. Ein wunderschönes Fleckenland. Du, 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 du. Akte X Musik. Aus welchem Grund auch immer. Können wir jetzt? Nein. Du magst mich nicht. Oder? Vielleicht nur mit Licht. Ah, mit Licht können wir speichern. Ja. Da überspeichern wir gleich den. Lade Details, ja klar, als ob du lädst. Okay, dann beende ich ganz kurz die Aufnahme. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich den europäischen Zeichensatz installiert habe. Bis gleich.